Hallo, willkommen zurück zu Herzlich Terraria. willkommen zurück. Und du musst dein Stardust Bank noch zerstören. Gut, dass du mich daran erinnerst. Wir machen jetzt noch ein paar Mal den Golem, weil der Dennis noch ein Item braucht. Und nebenbei haben wir einen Solarclips. Sind diese Buff-Stationen hier irgendwo? Nö. Oh, Toll. Mothron ist auch klar. Die Buff-Stationen sind bereits bei der Duke Fishron-Kampfplattform. Toll. Aber wir werden es schon schaffen. Wäre erstmal Motran Ich tot. schaue mir das. Solar Eclipse hat gemeint, dass sie jetzt happening muss. Los, du hast sie zum Aktivieren. Aktiviere ihn! Er aktiviere nicht, wenn wir scheiß Deathly Spheres in unserem Weg haben. Oder soll ich dir doch Buff-Potions geben? Okay, super. Wir können Buff-Potions, hätten nur gerne die Buff-Tische, da hätte ich Wir mehr als schaffen nur den schon, einen. ich meine. Ich muss mich nur aufs Ausweichen konzentrieren, meine Waffe zielt für mich. Ja, wird der Golem von seinem eigenen Gerätschaften vermöbelt. Ja, bei mir nicht, weil er keine Schusswaffe für mich droppt. Oh, naja, gut. Aber bei Der mir. droppt nur dieses komische, keine Ahnung, was das ist, aber es ist vor allem mit anderer Munition als Kugeln. Oh shit, aber irgendwas hat gerade heftig Damage gemacht. Ich glaube, bei Solar Glyphs kriegt jeder Gegner ja auch noch einen Damage-Buff. Was natürlich jetzt. Oh shit! Nicht so toll ist. Boah! Dieser Kopf, der bringt einen ja noch um. Ja, ins Rücken. Hallo Motron! Ach du Scheiße, die verfolgt mich jetzt. Ich versuche gerade den Körper aufzubringen, aber will nicht sterben. Naja, ich lenke den Kopf ab, indem ich mich die ganze Zeit von ihm treffen lasse, weil es echt schwer ist, ihn auszuweichen. Ah, sehr schön. Gut gemacht. So, jetzt kommt die Motte da. Und ich habe jetzt Motron-Flügel an. Immer hier. Ruf ihn bitte noch nicht, ich muss mich erst regenerieren. Also hier. Broken Hero Sword. Warte mal eine Sekunde, irgendwo habe ich doch. Aber, nee, wo sind das? Wo habe ich das denn? Mensch. Da kam nicht das raus, was ich haben wollte. Ich glaube, das Weg ist weg, schade. Kann ich mich gar nicht schnell regenerieren. Alter, diese Okay. Augenklappe, die ist fast unsichtbar in meinem Inventar. Ich öffne den, den ich bekommen habe, noch. Hier. Oh, gut. Sollen wir den letzten noch umbringen? Ah, oh, und mein Shiny Stone ist Violent. Sehr schön. Unter uns ist eine Motron. Ich meinte in Oh. uns. Au, ich wollte stillstehen, damit ich regeneriere und Ja, dann halt ging dich ich im um. Heiltrank, falls du Naja. das kannst. Ah! Daneben nicht. Da wollte ich gerade landen und dann kommt die da. Ja, aber ich habe gerade gesagt, halt dich im Heiltrank, wenn du das kannst. Konntest du das? Nein, eben nicht, das ist ja das Problem ständig. Ich auch noch Deadly Sphere spawnen. Muss den So. Motron umbringen. Auch ich noch diese Beetle Husks, die brauchen wir nicht mehr. Ja, die wir noch brauchen, sind in der Kiste. For the Beetle Wings. And the Geh dann schon mal zu Beetle, mehr. zweite Brustplatte. Alter! Welcher Schalter waren das Die mit nochmal? ihren Ja? scheiß Nein. kleinen Hurensöhnen! Tötet es, bevor es Eier legt! Ah. Okay, gut, es ist schon zu Unten spät. rechts war Hat schon es. Eier gelegt, aber. Kannst du mal sterben? Oh. Upfold Komm der Eye zu of mir rüber. Cthulhu? Au. Ah, fuck, die Haussicherung ist nie aktiviert, die muss sofort anschalten. Du hast sie ja nicht angeschalten. Nee. So, okay, erstmal zu mir nach oben porten. Cynthia wurde gerade angegriffen. Was sind hier? Von einem Was? Frankenstein. Ja, Steampunker sind hier. Ah, da kommt ein Psycho mit dem Messer. Unsere Steampunkerin heißt nicht ernsthaft Cynthia. Wieso nicht? Doch. Weil Sie ist das der ein Champ. Name. Ja, Sollte man nehmen. genau! Nur entfernt ist sie nicht, aber nein. Los! Ruf guter Lander und töte diesen Psycho, sind hier. Psycho.
Ja, den Gegner Psycho, den kennst du doch. Nicht den Typ Psycho, der Gegner hier, der Psycho ist. Mit seinem Psycho-Knife. Ja, boah. Ah ja. Du hast gesagt, statt den Wormscarf. Warum kann das eigentlich nicht? Ja. Wie viel bringt das, wenn ich das reforge? Oder wie teuer ist das? 16. Wie teuer bist du? Super teurer, okay. Wie teuer bist du? Ist noch teurer, what the fuck? 4 Millispeed. Von mir aus. Ist zumindest etwas drauf. Solarclips ist schon halb vorbei. Einmal halb. Okay. Naja, wir haben jetzt 11 Uhr Vormittag. Klick. Auf zu, auf zu. Das ist ja mal ein geiles Portal. Ein notwendiges. Fällt mir einfach ein Schiff. Hey, was, die wohnt da? Ja. Der Pirat ist noch nicht eingezogen, wir brauchen wahrscheinlich noch. Aber halt mal, jetzt wo die vorhatten ist, kann ich auch ihr Haus bauen. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, wann die da ist, aber irgendwann ist sie auch. Er ist irgendwann eingezogen, hat gemeint. Ja, jetzt muss ich einziehen. Jetzt, hast jetzt. Hast du 5 Slots im Inventar? Wieso? Dann gebe ich dir die Tränke für Fisch. Okay. Gut. Rüstung dran. Das auch alles angezogen. Rutsch in der Hand. Cursed. Verkruppchen Ball jetzt ausgewählt. Ja doch, sind wir cursed. Wie du siehst, ist die Hälfte hier Fackeln statt Buffs, aber das wird schon rein. Ja, und ist ja unnötig. Ja. Sagen wir, mehr Bereich, ein größerer Bereich wäre schon noch gut, aber das reicht nicht. Okay, dann. Ich benutze den Flask of Icho, also 20 weniger Defense gerade dann. Ja, ich dachte damit. Was cursed, oder? Ah, curse. Curse of Darkness. Hey, I... Toll. Kann ich mitmachen? Hey, ist 2 Stärkste Jule. Tja, meins ist aber Godly, deins nicht. Meins ist hurtful, 10% mehr Damage. Ich mach 168 Damage, insgesamt 15% ist der Bonus. Jetzt wäre es nur noch cool, wenn ich so ein Deadly Sphere hätte, statt meine kleinen Spinnen, aber mein, kann nichts machen. Muss halt einer droppen? Ja, Fischmann fangen wir besser erst an, wenn Solar Glyphs vorbei ist. Das wollen wir uns nämlich nicht antun. Okay, Nummer 1. Und schau mal, der Effekt von dem Shiny Stone. Ach, hast du den dabei? Ja, ich tausche ihn immer aus gegen meine Schuhe. Gegen deine Schuhe. Ich fände es irgendwie gut, wenn man noch eine dritte Reihe hätte, die einfach nur so eine Ablagereihe ist, wo ich Sachen ablegen kann. Im Bereich Accessory und Rüstung. Zum Switchen. Damit die halt einfach nicht visuell sichtbar sind, sondern einfach nur da sind. Also, für Rüstung wünsche ich mir das am meisten. Ich glaube, bei den Accessories ist ja nicht so schlimm. Weil einige sind eh nicht visuell sichtbar. Das, was ich jetzt mache, damit ich auch so unsichtbar bin wie du. Das ist schwarz. Nein, Schatten. Wo bin ich? Was ist das unten? Also, das ist so ein Swamp Monster. Ja, ich habe mich. Da kommt der Vampir. Ich habe mich von der Pixar. Wo ist der Steak Launcher? Red mir doch nicht rein. Auch so. Ich habe mich von der Pixar zu meiner selbstgemachten Trillsau entschieden. Upsala.
Ich sehe sie sogar richtig. Mach das nochmal. Also die ist nicht Vanilla. Hier, ja, braucht man meinen Ort. Better take a power tool und dann hast du ein power tool. Du wirst gerade. Oh. Du hörst das doch, wenn du Schaden erleidest. Ja. Das ist die Drillsau, die du jetzt benutzt hier. Ja. Sonst Sprite benutzt. Wurde gesponsert von QW2. Sehr langer Name. Ja, manche Namen sind vielleicht nicht so mega einfallsreich. So, ich bin schon wieder da. Insta Respawn. Insta. Alles klar. Ach ja, hier geht auch schon. Früher war das hier meine Lieblingsnahkampfwaffe. Immer noch ein Top-Ball. Ah ja, aber dann haben. Ja, aber dann kamen die Jojos. Ich muss zugeben, mir gefallen die Jojos. Ja, ja. Aber ja, ich glaube, du gehörst zu den sehr großen Prozent, die Jojos mögen. Das ist eine super Idee gewesen. Ich meine, welchem Spiel hast du ein Jojo zum Angreifen? Und sie haben es auch super eingebaut von der Mechanik. Aber Alter, wärst du so geschickt mit einem Jojo, Alter. Das wäre krank. Du willst gar nicht wissen, was Leute in der Realität mit dem Jojo anstellen können. Ja, können die das so lenken? Krank. Können die das so lenken? Naja, wir haben einen Maus-Cursor. Das ist unfair. Aber wir können hier nur eins benutzen und in der Realität kann niemand mehr machen. Ja, doch, doch. Ich habe jetzt auch zwei. Ja, siehste? Du hast eigentlich sogar drei, weil du noch. Das war vier sogar, weil du noch zwei Kreise um dich rum hast. Das müssen ein Jojo sein. Solange ich mein Jojo-Bag benutze. Was ich aber nicht tue, weil ich dann gar nicht kämpfe in diesem Fall. Ja, das ist das coole Neuschnitt. Sternchen. Was? So, warten wir jetzt die Solar Eclipse ab, oder wie? Ja, das hast du so gesagt. Na, es wäre sinnvoll. Ich will das schon so nicht kämpfen. Und die Steampunk Wings schauen schon cool aus, klar. Ich hab halt die Frozen Wings. Ich würde sie jetzt echt gern einfach so zum Spaß ersetzen, aber dann sind sie halt nicht reforged und dann verliere ich Defense. Nicht recht. Ich möchte jetzt keine Defense verlieren. Genau. Sein Schön ist schief. Das wird irgendwann noch vollgepackt mit Möbeln. Ich finde, das Schiff ist gelungen. Bisschen klein, aber schaut ein Schiff aus und damit nicht zu viel. Ein Crab-Banner. Alles klar. Glückwunsch. Oh Gott, komm mal hier runter. Oh, was da? Ja, diese Items. Warum ist denn hier eine Engelstatue? Ich war's. Ach nee, wer war's denn dann? Und jetzt bin ich Fischmensch. War hier das Accessory, mich zum Fischmenschen macht. So sieht man das bei dir. Natürlich sieht man das bei mir. Warte mal. Ist in Ordnung. So. Meinst du jetzt auch visible? Schaut trotzdem nicht wegen Werwolf aus. Ach, warte, wir haben hier Tag. Mann. Ja. Sieht nur nicht so aus. Das sieht mir. So, aber gut, noch mal eine Pirate Map zu haben. Zwei sogar. Du wirst doch nicht jede Nacht zum Werwolf, oder? Das war doch nur ein gewissen Hack. Blood Moon is Rising. Nun, schau dich an. Ey, was ist denn das für eine Prozentchance? Solar Eclipse, Solar Eclipse, Ende Blood Moon. Oh Gott. Wie wahrscheinlich ist das, bitteschön? Das ist schon öfter passiert. Gut. Mindestens einmal. Es sollte eigentlich mikroskopisch unwahrscheinlich sein. Ja, anscheinend ja nicht. Wenn das einfach schon mindestens
also jetzt einmal und definitiv noch einmal passiert ist. War halt nur keine Aufnahme an, aber auf jeden Fall war das schon mal. Ich habe mir nur so gedacht, alles klar. Sollen wir während des Plattenmonds die Piraten machen? Dann müssten wir mal wieder von hier weg. Warum? Willst du nicht hier kämpfen? Glaubst du, die spawnen hier? Ja, stimmt. Tja. Kann ja hoffen, immerhin sind wir ja im Osten. Dann wechsle ich meine Muni wieder hoch. Im Osten. Oh, schau mal, hier ich sind sie! Ernsthaft? Unter Wasser? Es waren gerade welche. Wie sind jetzt eigentlich meine Stats? Sehen, die sind ja increased. 77. Ist ja immer noch mehr Defense als ich? Das war eine Frage. Was soll ich haben? Mehr Defense! Ich habe 91. Und ich benutze den schwächeren Beetle-Brustkampfer. Du hast hätte ich noch 12. Alter, mehr. Ich habe 77. Und bei mir ist noch nicht mal alles auf Defense Reforged. Ja, bei mir auch nicht. Zwei Sachen noch. Aber der einfach so viel höher ist. Ich aktiviere mal die Gebäudeverteidigung. Hä, was? Die Wände sind doch an. Oh. Tatsache. Fällt doch, sind wir fast allem sicher. Fällt doch auf, wenn kein Mensch reinkommt. Unfall dieser Bogen. Ja, was glaubst du, warum so, warum? Was glaubst du, warum alle Bosse eine Methode haben, wie sie durch Wände kommen? Genau deswegen. Ja, komm, Jojo raus. Du kämpfst echt draußen? Ja. Ist noch keine Bedrohung, es sind nur Piraten. Na gut, wurde recht. Bei denen muss ich mich nicht an meine Waffengesetze halten, weil wir die schon umgebracht haben. Deswegen, SDMG! Falsch. Kaktus falsch. Ah, hab ihn. Oben rechts war der richtige. Ey, wie wär's? Wir könnten Martian Invasion machen, dann darf ich den da benutzen. Willst du den beim Kampf ernsthaft benutzen? Ich glaube nicht, dass er gut schwimmen kann. Weil, warte mal, sind die überhaupt schon? Ich renne da nach Westen und es kommen mir ein Haufen Piraten entgegen. Das ist eine Badewanne, ich dachte, das ist ein Goldhaufen. Wir haben wohl eine West-Ost-Schwäche. Die kommen immer von beiden Seiten, machen das irgendwie immer, wenn... Ja gut, die Seite, von der sie zur Mitte hinlaufen, ist quasi eine andere, aber... ...sonsten? Beziehungsweise zu den Personen laufen ja nicht einfach nur in die Mitte, dann wäre das ein bisschen einfacher. Ja, töten wir alles. Töten wir alles. Ja, gotta kill them all. Keine Ahnung, was man. Daddy's der Stuff. Hätte ich während des Solarkrebs irgendwo ja betonen können, glaube ich. Ja, hättest du mehr Deadly's Wares umgebracht. Die kommen ja auch so selten, also, und dann noch abgeschlossen. Aber wir können ja jetzt unendlich Solarklipsen machen. Wir haben mehr als genug von denen. Ja, wir haben so viel Solartablets. Die hängen uns schon aus dem Arsch heraus. Wo wir ja nachher mal fahren. Also wir haben voll viel Solartablets, aber wie soll ich sagen? Die kommt von selber total oft. Ey, ich hab sogar eine bessere Idee. Beschützt mich mal kurz, aber egal, ich mach's nach. Ich kann dich nicht beschützen. So kann ich nicht in den Kisten gucken. Mein Inventar ist voll, mein Inventar ist voll. Wo ist meine Money? Ich muss meine Goldmöbel safen. Ja, eine Goldtür. Jetzt kann ich die Glastüren endlich austauschen, wenn ich noch eine finde. Ich habe ein goldenes Bett, das möchte ich behalten, das schaut cool aus. Ah, von mir aus. Yeah. Jetzt suche ich das Item. Weil man, was in deinem Haus steht, muss ich theoretisch kein anderes rauspacken. Oh, damit wäre der Part wohl doch zu Ende. Naja, egal. Machen wir die noch fertig. Ja, fertig. Die machen wir fertig, auf jeden Fall. Sind die beiden Gegner gerade aus dem Piratenschiff rausgejumpt? Das Piratenschiff, okay. Ich hab's zerstört. Da kam dann Gegner raus auf einmal. Oh, hier ist auch eins.
Hier ist eins und ich bin so gut wie tot. Weil ich die ganze Zeit bei Kisten rumstehe. Dann solltest du nicht die ganze Zeit bei Kisten rumstehen, sondern dich aufs Piratenschiff konzentrieren. Ja, das Possessed Hatchet ist halt. Das erinnert mich wieder, ob ich nachgucken wollte, ob es neue Banner gibt. Gibt es neue Banner? Weißt du da was von? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber das lässt sich schnell rausfinden. Noch bin ich tot. Okay, jetzt bin ich respawn. Ich komme gleich wieder. Ach, bist schon wieder. Auf die falsche Seite. Mittlerer Knopf rechts. Hä? Nee. Nein, oben. Hä? Oben. Ach, oben rechts. Ah. Schrecklich, ey. Musste Schilder hinhängen. Nein, das merkt man sich einfach. Nein, Scheiße. Oh, eine goldene Uhr habe ich. Bringt dich ja niemand um, wenn du dich 80.000 Mal durch die Welt teleportierst. Ist ja nicht so, als wäre das irgendwie gesundheitsschädlich. Hust, hust. Es gibt ein Item, das ich gern von denen helfe. Was? Ein Kronleuchter in Gold? Ich kann mich nicht auf die Kisten konzentrieren. Oh, noch ein Flying Dutchman. Den Stab, um Piraten zu beschwören. Also, sowas gibt's. Natürlich, den will ich. Das sind ganz normale Piraten und keine Geisterpiraten. Es gibt keine neuen Gegner-Banner in 1.3.1, so viel kann ich dir verraten. Mal sehen, dekorative Banner. Auch keine. Was war deine Frage? Ob es neue Banner gibt. Nein, gibt's nicht. Das ist schade. Hast du gerade einen Wüfern zu mir gelockt? Bin nein, einfach. Ich bin noch nicht mal aus meinem Haus raus. Ja, aber ich bin hier unten und hier ist Wüfern. Tja. Das ist mehr als nur unter der Sky-Ebene. Hexen getötet. Der ist mir in die Fresse geflogen. Oh. Er hat sich töten lassen. Alter, baller mir doch nicht so mein Inventar zu. Für was brauche ich dich? Ach, egal. Das war irgendwie. Als Together-Partner, wofür brauchst du mich sonst? Ich hab nicht mit dir geredet. Ich rede immer mit Items, wenn ich sowas sag. Schrecklich. Übrigens, die Kiste, die ich gerade offen habe, das ist die Kiste mit den goldenen Sachen. Das war die rechts neben der, die ich jetzt geöffnet habe. Ah, du bist schon drin. Okay. Und ich suche immer noch den Piratenstab, also müssen wir einen haben. Sollten sie. Gold, 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 Gold. Ah ne, warte, die platziere ich gleich. Quickstack. Toll, das andere kann ich nicht reinstacken. Okay. Krieg ich das von hier aus hin? Ein normaler Tag. Guck mal, wir haben eine neue Tür. Oh, cool. Ich glaube, ich mache nur die äußeren, die inneren lasse ich Glas. Also brauche ich theoretisch noch eine. Oh, ein Top Hat. Brauche ich den noch? Keine Ahnung. Schauen wir mal, was ich alles weggequickstackt hier kriege. Ah, okay, die Karte ist schon mal weg. Das war Bananarang. Warum habe ich einen Bananarang? Meine Frage, auf wie weit kann man die Bananaränge stacken? Ich glaube, es waren sogar 6 Stück. Oder war es 8? Keine Ahnung. In welcher Kiste hat sich diese Item gerade reingesteckt? Ich will den Bananarang in die Hand nehmen. Das Item ist ja auch cool. Das ist ein Nahkampfwaffe. Bananarang. Bananarang. Dadam, dadam. Ja, hätte ich früher benutzen müssen, dieses Ding. Das ist fast schon zu spät. Das ist zu schwach. Aber sehr cool. Kampfplan. Das sind aber Magie-Dinger. Mit Magie macht das Kochen Spaß.
Wo sind denn die? Ich hab die weggesteckt. So muss das ja irgendwo hier in der Nähe sein. Wir haben keinen Piratenstab. Hä? Wo ist die Bananarängel? Die können nicht so weit nach vorne gesteckt sein. Das geht gar nicht. Wenn ich da hinten stehe und den Quickstack-Button drücke, kann ich nicht hier vorne was weggesteckt haben. Okay, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Terraria-Bad. Tschüss. Werte nicht vergessen.